Lukcic von der FDP. Ja, Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben heute nicht nur festgestellt, dass durch das Urteil des Europäischen Gerichtshofs in Sachen Messstellen weitere Fahrverbote drohen und Minister Scheuer in Sachen Fahrverboten eine dünne Bilanz hat. Auch in Sachen Pkw-Maut hat durch das Urteil des Europäischen Gerichtshofs ein klares Stoppzeichen gesetzt worden. Der Fairness halber sei hinzugesagt, er hat diese Probleme auch ein Stück weit geerbt. Es war schon Verkehrsminister Ramsauer, der in der 17. Wahlperiode das unbedingt umsetzen wollte. Die FDP hat das damals verhindert. Herr Dobrindt, der gerade reinkommt, Herr Seehofer, haben gegen die Bedenken von Frau Merkel, gegen die Bedenken der SPD das in den Koalitionsvertrag reingeschrieben. Hätte die SPD ihre Bedenken so aufrechterhalten wie damals die FDP, hätten sie sich heute viel Ärger und auch viel Kosten erspart. Herr Ramsauer, Sie haben damals das vorgeschlagen, auch wenn Sie das jetzt anders sagen. Es ist ja nachzulesen, Herr Scheuer war damals der Staatssekretär und jetzt ist ja die Verteidigungslinie klar erkennbar. Alle anderen sind schuld, außer die CSU. Aber der springende Punkt ist, dieses Projekt wurde ja mit politischer Gewalt durchgesetzt. Niemand wollte es so. Es ist ein sehr teures Projekt. Wir werden und müssen jetzt über die Kosten, die durch diese Fehlentscheidung entstehen, diskutieren müssen. Und da müssen wir als erstes feststellen, dass Minister Scheuer diese Entscheidung selber zu verantworten hat. Denn er hat im Jahr 2018, und darum ging es ja heute auch im Ausschuss, selber die Entscheidung getroffen, Kapsch und Eventim den Auftrag zu geben. Er hat im Dezember unterschrieben, obwohl er davor gewarnt wurde. Er wurde davor ausdrücklich gewarnt. Ich verstehe das ja, dass Sie noch auf Ihren Koalitionspartner vielleicht nicht hören. Herr Barthol hat in einem Zeitungsartikel klar geschrieben, er warnt davor, das zu vergeben, bevor der Europäische Gerichtshof entschieden hat. Aber es war nicht nur die SPD-Bundestagsfraktion, die FDP, die in den Haushaltsberatungen immer wieder vor diesem Risiko gewarnt hat. Es waren auch Sie, Herr Dobrindt, das ist nachzulesen in der Süddeutschen Zeitung, der klar gesagt hat, man müsse aus Respekt vor dem Europäischen Gerichtshof die Entscheidung alle Instanzen abwarten aus Brüssel. Hätten Sie sich an das gehalten, was Ihr eigener Vorgänger gesagt hätte, hätten Sie sich sehr viel Ärger erspart, Herr Scheuer. Und in der Vorbereitung der heutigen Sitzung habe ich noch mal nachgelesen, was der Wissenschaftliche Dienst zweimal aufgeschrieben hat. Zweimal wurde klar aufgeschrieben, dass eine Ausländermaut, ein Projekt aus dem Bayerischen Bierzelt. Sie haben ja selber die Begründung geliefert für den Europäischen Gerichtshof, weil Sie gesagt haben, nur die Ausländer sollen zahlen. Und da weiß jeder, das kann nicht gehen. Der Wissenschaftsdienst hat zweimal klar aufgeschrieben, das geht so nicht. Und was war Ihre Reaktion? Jetzt ist es ja noch verständlich, dass Sie sagen, Sie sehen das anders. Aber lesen Sie mal nach. Sie haben damals, das ist ein absolutes Unding, Sie haben gefordert, den zuständigen Mitarbeiter der Bundestagsverwaltung zu entlassen aus Ihrem Dienst. Deswegen frage ich Sie, stehen Sie weiterhin dazu, diesen Mitarbeiter zu entlassen? Haben Sie sich damals geirrt? Entschuldigen Sie sich bei diesem Mitarbeiter und zählen diese Maßstäbe, die Sie bei anderen anlegen, bei sich selber. Die Kosten, die durch diese massive Fehleinschätzung entstehen, werden groß sein. In der freien Wirtschaft müsste man dafür seine Konsequenzen ziehen. Sie weigern sich, alle anderen sind schuld und wir werden jetzt das weiter aufarbeiten müssen, weil Sie dazu nicht alle Fragen beantworten, was da genau entsteht. Sie haben heute vorgerechnet, 50 Millionen Euro seien ausgegeben. Allein für das Haushaltsjahr 2019 sind 89 Millionen eingestellt, die noch nicht abgeflossen sind. Also die 100-Millionen-Euro-Grenze wird gerissen werden. Hinzu kommt die Einnahmeausfälle, die Sie selber eingeplant haben, und vor allem die potenziellen Strafzahlungen. Der Spiegel redet von 300 Millionen Euro, das Handelsblatt von 500 Millionen Euro. Und das haben Sie zu verantworten, weil Sie ohne Not frühzeitig die Aufträge vergeben haben. Dafür müssen Sie politisch gerade stehen. Und es ist natürlich ein Irrwitz der Geschichte, dass Sie am Tag des Urteils die Verträge kündigen und dann Tage später jetzt Sachen nachliefern und schwere Vorwürfe erheben gegen die Betreiber. Das ist natürlich eine weitere Ablenkungsstrategie, die falsch ist. Das wird teuer sein für den deutschen Steuerzahler. Deswegen hören Sie auf zu vertuschen, sagen Sie klar, wo es lang geht. Übernehmen Sie auch politische Verantwortung, sonst wird es nicht nur zu einem U-Ausschuss kommen. Am Schluss werden Sie auch dafür die Verantwortung haben.
Vielen Dank. Nächste Rednerin ist die Kollegin Daniela Lüthi für die Fraktion der CDU-CSU.